Stummelften und letzten Rennen des diesjährigen Bad Harzburger Meetings, den Preis der Bauwirtschaft. Wutzelmann, der Favorit, geht gleich an die Spitze vor Jupiter, dahinter dann Good Girl als dritte Kandidatin. Dann sieht man außen Turfrubin mit Box Office und dahinter Zuckerprinz am Ende des Feldes. Der erste Sprung wurde genommen, da hat es hinten zwangsläufig so eine kleine Rangelei gegeben, aber alles ist gut gegangen. An der Spitze ist Wutzelmann. Wutzelmann vor Good Girl und innen Jupiter, das ist das erste Trio. Dahinter dann Zuckerprinz mit außen Turfrubin und dann Box Office am Ende des Feldes. Wie an einer Perlenkette aufgereiht, gleichmäßige Abstände zwischen Wutzelmann, Good Girl, Jupiter, Zuckerprinz, Turfrubin und Box Office. So kommt das Feld das erste Mal auf die Zielgerade. Wutzelmann vorne mit Pavel Slosil, dahinter dann in zweiter Position Good Girl, vor ihnen Jupiter, dann Zuckerprinz und dahinter dann Turfrubin mit Box Office. Der nächste Sprung wurde genommen. So, und jetzt geht es in Richtung des Sees, ins feuchte Element. Und jetzt sind Sie natürlich wieder gefragt, liebe Zuschauer, anfeuern, der frenetische Jubel des Harzburger Publikums. Sie können sich ruhig verausgaben, denn es ist ja das letzte Rennen der Saison 2019 hier in Bad Harzburg. Und Wutzelmann ist sehr schnell im See unterwegs. Wutzelmann ist an der Spitze. Da musste kurz der Reiter bei den Bügeln links ein bisschen nachfassen. Jupiter in zweiter Position. Dahinter dann Good Girl, dann Zuckerprinz, Turfrubin und Box Office am Ende des Feldes. Bergan am Bünthamer Loch vorbei. Wutzelmann vorneweg mit zwei Längen. Dahinter dann Jupiter mit Lukas Loop in zweiter Position. Dann sieht man Good Girl als dritte Kandidatin vor Zuckerprinz, dann Turfrubin und Box Office. Der nächste Sprung wurde genommen. Alle sind hinüber. Box Office am Ende des Feldes. An der Spitze bleibt aber Wutzelmann. Wutzelmann ist vorne. Es geht auf den nächsten Sprung zu. Wutzelmann mit einem Vorteil vor Jupiter. Dahinter ist es dann Good Girl in der dritten Position, die dritte Position inne hat. Dann Zuckerprinz und dahinter Turfrubin mit Box Office. Jetzt geht es in den großen Eichenbogen hinein. Wutzelmann auf den nächsten Sprung zu weiter vorne. Das sind etwa drei Längen. Dahinter Jupiter. Dann sieht man Good Girl, Zuckerprinz, dann Turfrubin und Box Office am Ende des Feldes. Es geht auf den nächsten Sprung zu, im Scheitelpunkt des großen Eichenbogens. Da kommt jetzt Jupiter etwas näher heran an Wutzelmann. Wutzelmann jetzt mit zwei Längen vorne vor Jupiter in zweiter Position. Dahinter dann Good Girl. Ja, und alles andere sind Vermutungen, da sehe ich nämlich weiter nichts. Wutzelmann ist vorne vor Jupiter, Good Girl. Die beiden sind dran. Zuckerprinz auf Tuchfühlung zum führenden Trio. Und dahinter dann Turfrubin und dann Box Office. Jetzt sind die Pferde ausgangs des großen Eichenbogens unterwegs und kommen an der Startstelle, der ursprünglichen Startstelle vorbei. An der Spitze ist Wutzelmann, Good Girl an der Innenseite, bleibt dran, kann das Tempo forcieren, hat jetzt eine gute Ausgangsposition, bewegt sich innen, dahinter dann außen Jupiter und dann zwei, drei Längen bis zu Zuckerprinz, dann Turfrubin, die Pferde ausgangs zur Gegenseite, Wutzelmann weiter vorne, Wutzelmann führt das Feld an, jetzt wird Good Girl ein bisschen nach außen umbuxiert, außen Jupiter macht auch noch einen guten Eindruck, dann Zuckerprinz und dann Turfrubin und Box Office, den sehen wir jetzt nicht mehr im Bild. An der Spitze Wutzelmann. Wutzelmann mit anderthalb Längen. Good Girl kann folgen. Innen der Versuch des Jupiter. Zuckerprinz ist mit dabei und auch Turfrubin lässt sich noch nicht abschütteln, gibt sich nicht geschlagen, aber vorne Wutzelmann, der kann zulegen, der kann weiter forcieren. Vorne das Tempo der Wutzelmann jetzt am letzten Sprung. Noch 250 Meter und jetzt auf der flachen Wutzelmann, 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 der schmiert sie alle an. Noch 100 Meter, Wutzelmann, Wutzelmann auf den letzten 100 Metern, Wutzelmann dahinter, versucht es dann außen, Good Girl, und innen kommt Zuckerprinz mit Turfrubin, Wutzelmann gewinnt und dahinter dann auf dem zweiten Platz, ich weiß nicht, Good Girl oder Turfrubin noch in gutem Schlussakkord, dann Zuckerprinz und dann Jupiter.